Ein Halbfinalist wird noch gesucht. USA gegen die Slowakei mit Šimon Latkosi, einer der besten Torhüter des Turniers, trifft auf den besten Scorer Trevor Segres. Und bei den USA auch ein Geburtstagskind, Cole Caulfield, feiert seinen 20. Geburtstag und will natürlich ins Halbfinale und folgen auf die Kanadier, die Russen und die Finnen. Die Slowakei in den weißen Trikots mit der ersten Chance. 5. Minute, Schuss von Veit abgefälscht. Spencer Knight mit der Parade. Überzahl auf der anderen Seite für die USA und das spielen sie richtig gut mit Matt Boldy. No-Look-Pass auf Kaliev. 1:0 für die USA in der 11. Minute. Sie haben die besten Special Teams bei diesem Turnier. Matt Boldy schaut erst nach links und dann findet er auf der rechten Seite Kaliev. No look. Latkosi schnell drüben im kurzen Eck, aber den kann er nicht halten. Mehr Schüsse von den US-Amerikanern, aber auf der anderen Seite dann auch die Slowakei mit einer Doppelchance. Veit vor allem mit der zweiten Möglichkeit, die war richtig gut. Erst Jelusch mit dem harten One-Timer und dann noch einmal Roman Veit. Die Slowakei, die ja in der Gruppenphase knapp gegen Deutschland verloren hatte nach Verlängerung, lieferte den USA einen guten Schlagabtausch. Zweites Drittel und die dicke Chance für Cole Caulfield. Aber er macht den Treffer nicht. Schöner Pass hinten raus von Sanders, sondern dann Latkosi erst mit dem Arm und Caulfield wischt dann über die Scheibe. Das ist der erste Konter und dann im 4 gegen 4 noch einmal eine Konterchance für Turcotte. Allein auf Latkosi und der hält wieder. 26. Minute, das waren schon zwei dicke Chancen für die USA, aber sie vergaben sie. Mitte des zweiten Drittels weiter. Viel Druck von den US-Amerikanern, die die Scheibe aufs Tor brachten und damit 2:0 in Führung gingen. Farinacci war es, abgefälschtes Ding, einfach mal geschlenzt von Johnson und dann vom Körper von Farinacci prallt der Puck über die Torlinie. Einmal und dann noch ein zweites Mal abgelenkt. Latkosi ohne Abwehrchance. Die Antwort der Slowaken. 33. Minute, Pfostenschuss von Chomiak. Und deswegen war der US-Coach Nate Lehman wirklich nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Dann nahmen die Slowaken aber zu viele Strafen und die USA spielten doppelte Überzahl. Segres auf Caulfield. 3:0, das ist seine große Stärke. Cole Caulfield an seinem Geburtstag mit dem Treffer. Der 1,70-Mann, der schnell ist und vor allem einen super Schuss hat. Und der ist perfekt platziert am Ohr von Latkosi über die Schulter hinweg an die Unterkante der Latte. Ein optimaler Schuss. Die Slowaken ließen sich aber nicht abschütteln. In Unterzahl konterten sie. Powerplay vorbei für die USA. Dann das Tor. Das war fällig. Kaslik. Sie hatten Möglichkeiten. Kaslik dann in dem Fall einfach mal draufgehalten. Und Spencer Knight, nachdem die US-Goalies 84 Schüsse hintereinander abwehren konnten, dann doch mal bezwungen. Robert Petrovicki und die Slowaken noch nicht bezwungen. Rein ins dritte Drittel. Powerplay für die Slowakei und der Anschlusstreffer. Dominik Sojka fälscht die Scheibe ab. Sanderson hat die Möglichkeit zu klären. Kniazko hält sie drin und dann ja, mit dem Auge für Sojka durch die Beine von Spencer Knight zum 2:3 aus Sicht der Slowakei. Der Sieg der USA wackelte, aber dann spielten sie ihr Spiel. Scheibengewinn im Vorcheck, hinter der Torlinie gearbeitet und Farinacci zieht vor die Kiste und trifft per Wraparound zum 4:2. Dieser Scheibenverlust natürlich unnötig von Mudrak. Dann auch nicht gut verteidigt von den Slowaken. Hier müssen sie auch Farinacci stören. Der darf nicht so einfach vors Tor ziehen. Latkosi ist kurz mal ohne Orientierung, schaut hier über die Schulter und dann ist es schon passiert. Wichtiges Tor für die USA. Die Slowaken nahmen den Torwart runter und die USA sorgten für die Entscheidung. Beniers. 59. Minute, Empty Net Goal. Gerade als Latkosi hier links im Bildrand runterging. Puckverlust Slowakei. Und
Der letzte Treffer in dieser Partie. Zwischendrin dann doch mal richtig eng am Ende. Ein 5:2 Sieg für die USA. Damit ist das Halbfinale in der Nacht von Montag auf Dienstag komplett. Kanada gegen Russland und USA gegen Finnland.